Hallöchen und willkommen zu einer Folge Nahwahl Frontline. Und ja, es ist der fünfte Anlauf jetzt in Folge mit einer halben Stunde vorne, mit einer halben Stunde Pause. Und zwar der fünfte Anlauf und jetzt habe ich endgültig die Schnauze voll. Und ja, ich habe mir eine Gangut gemacht aus der Chapajew, die ich hatte. Ich glaube, ich hatte euch die gezeigt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich dann die Winchester. So, und ja, jedenfalls. Ja. Jedenfalls hattet ihr ja angefragt auf Kreuzer. Ich muss sie eben umstellen. Ich habe die nach Level sortiert. Dreiunddreißig, 34, 35, 41, 41, 41. Jo. So, gut. Wir fangen heute einfach mal mit der Winchester an. Am besten in General Battle. Irgendwas, was jetzt gerade mal nicht so viel Dings verbraucht, weil ich merke, dass die Leistung für die Aufnahme gerade einfach so mal überhaupt nicht da ist. Da muss ich mir unbedingt was einfallen lassen, dass ich da irgendwie in den Einstellungen noch ein bisschen rumspielen kann. Ja. Sonst funktioniert alles. Grafik ist ganz geil eigentlich. Enemy can't even damage our ship. Genau das wollte ich auch Target sagen. and damage. Heavy armored. Ja. Captain on the bridge. Ich habe jetzt dreimal versucht, was zu sagen. Und der hat dreimal ins Wort geredet, der Spaß. So, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Danke, du Vollidiot. Oh Mann, ey. Das Spiel hasst mich heute. Das generell, die Technik hasst mich heute. Ja, GameSound ist mehr als laut und genug. Jedenfalls, Kreuzer. Spielt sie in der zweiten bis dritten Reihe. Wenn ihr irgendwo, sage ich mal jetzt, in dem Battle seid, immer nach den Zerstörern spielt. Also hinter den Zerstörern als Support für die DDs. Weil ihr mit der zweitgrößten Reichweite da echt aufräumen könnt. Wenn ihr einen ordentlichen Kreuz habt, zum Beispiel Takao, die kann ich euch empfehlen. Nichts funktioniert hier. Sind eigentlich alle tot. Ich habe gerade Internetprobleme ein bisschen. Ja, Ping von 500, 400. Ja, jetzt ist er down. So, und jedenfalls ist es so, ihr könnt aus der zweiten Reihe zur Unterstützung der DDs könnt ihr mitkämpfen. Ihr könnt aber natürlich auch direkt defensiv oder offensiv raufgehen. Ich spiele meine Kreuzer meist sehr offensiv. Beziehungsweise defensiv, wenn ich online spiele, weil ich einfach dazu keine Lust habe, direkt als Erster abgeknallt zu werden. Und wenn ich mal wirklich offensiv draufgehe, dann auch wirklich nur mit Schiffen, sag ich mal, wie der Baltimore, die das abkönnen, auch mal ein bisschen was zu fressen. Gegen Subs und gegen Schlachtschiffe wird es mit den Kreuzern sehr schwierig. Da kommt ihr nicht gegen an. Die Schlachtschiffe haben euch innerhalb von Sekunden rausgenommen. Und die U-Boote, die zum Beispiel jetzt sagen wir einfach mal ein Typ 1 Boot oder ein Typ 2 U-Boot von der Kriegsmarine, drei Torpedos, höchstens drei, vier Torpedos und ihr seid raus. Und deswegen immer bei den DDs bleiben als Support, wenn ihr wirklich ein gutes Team habt, als Support für die DDs da rumstehen, mit denen fahren, die supporten, unterstützen auf jeden Fall. Und ja, ansonsten Kreuzer, ja, wie fährt man Kreuzer jetzt? Also, wie gesagt, ich fahre sie meist sehr defensiv, weil ich eigentlich sonst immer der Erste war, der draufgegangen bin und draufgegangen ist und das war, fand ich dann immer nicht so geil.
So, und jetzt zum Beispiel, wenn wir hier so einen einzelnen haben, das ist jetzt Hinaka aus der Kuma-Klasse. Wie gesagt, Fazit, am besten defensiv, finde ich. Wenn ich irgendwann mal Schlachtschiffe wie die Bismarck vorstelle, dann wird das lustig. Weil auch die Bismarck, viele Leute denken ja so, ja, jetzt habe ich die Bismarck, ultra starkes Schiff, aber ist nicht, die ist auch gegen andere Level 50er ungefähr genauso zerbrechlich wie eine Baltimore gegen eine Cleveland. Oder beziehungsweise gegen das japanische Gegenstück, die Mogami. Ist sie genauso zerbrechlich, die Bismarck. Also, gegen eine Hood kommt gegen eine Admiral kommt der, soweit ich das jetzt die Erfahrung gemacht habe, gut an. Da überlebt ihr auch so, ja gut, mit so 25% bis 50 bis 25% Leben. Wenn sie nicht unbedingt die Leon Guns oder die King George Guns drauf hat, dann überlebt ihr das auch so mit 50 bis 25%. Wenn wirklich die guten Guns drauf hat von Hood jetzt, sag ich mal, dann ist das schon ein bisschen schlechter. Hood Traffic ist dann wieder was ganz anderes. Oh ja. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt im Moment sind wir bei den Kreuzern. Schreibt mir doch mal einen Kommentar, welches Schiff ich euch demnächst mal zeigen kann. Also ich kann natürlich in letzter Zeit nur das nehmen, was ich habe, weil das sonst ewig dauern würde, bis ich mir da zusammengespielt hätte. Und ich möchte das schon so alle 2 Tage was bringen. Bis dann alle 2 Tage ein Video raushauen kann. Und ja. Also wie gesagt, schreibt mir da mal einen Kommentar. So, Stage Nummer 2. Möchte unser Officer William denn gar nichts mehr sagen? Nein? Okay. So, mein Cats. So, Schuss drauf gesetzt. Also seht, die mein Cats hier hält jetzt schon wieder viel mehr aus als die verdammte andere mein Cats. Gut. Ich hatte nichts gesagt. Mein Cats, auf Wiedersehen. Liebe Menekatze. So, und da ich jetzt ganz vorne an der Spitze bin, kann es sein, dass ich sogar zuerst da bin. Na komm, mein Freund. Was macht die da? Ist sie. Guck dir das an. Ja, guck, die schießt ins Wasser. Was soll das? Anstatt auf mich zu schießen. Und rum. Und rum, 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 rum. Good hit. Nice shot. Hört ihr das? Die ist ganz leise. Ist witzig. Ich habe nur leider keinen Good Torf hit. bei, ansonsten hätte ich die jetzt Nice weggetorpt. shot. Gut, das haben wir erledigt. Am besten, ihr fahrt wirklich die Kreuzer sehr defensiv. Also wenn ihr online spielt, fahrt Kreuzer defensiv. Es bringt euch sonst nichts. Ihr könnt es sonst einfach nicht. Ihr schafft es sonst nicht. Sonst werdet ihr der Erste, der drauf geht, wahrscheinlich. Achso, schreibt mal in die Kommis, ob ich mir jetzt nochmal einen Nevada holen soll. Ich denke mal, ich werde die behalten. Hier habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Die Gangut hätte ich mir nämlich hier holen sollen. Aber die Kirov werde ich behalten. Die ist ein guter XP-Träger. Der holt wirklich sehr gut XP rein. Ich habe schon wieder 35.000. Da kann man auch wieder mal ein bisschen was ausgeben, wa? Oder? Nee. Da ich bei den Deutschen 39.000, 2.000, 8.000, 11.000, 11.500. Ich habe bei den Italienern ein bisschen mehr. Ja. Jedenfalls. Ich weiß nicht, das soll es auch schon gewesen sein fürs Erste wieder.
eine Runde halt mit der Baltimore gedreht, eben halt so, ne? Demnächst werde ich dann halt, je nachdem, was bei jetzt in den Kommentaren steht, also wenn das gut ankommt, dann auf jeden Fall werde ich weiter das machen.